Ja, das wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit. So sieht das Übel jetzt aus. Wirklich tricky hier, das genau hinzubekommen. Ja, was haben wir denn da Schönes, Leute? Wir haben tatsächlich eine Heckflügeltür gefunden, eine rechte für einen T4, weil die andere ja leider durchgerostet ist und ja, eine riesige Delle hat. Bei eBay Kleinanzeigen gefunden, Hecktür natürlich nicht perfekt, klar, dafür günstig. An der Stelle vielen Dank an meinen Lieblingslieferanten Matthias. Er hat mir die Hecktür mitgebracht, bei Kleinanzeigen gefunden, wie gesagt, und ja, Koblenz, glaube ich, war das irgendwo in der Nähe. Und er war zufällig auf der Ecke und hat mir die mitgebracht. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich meine, klar haben wir hier Rostpickel und so, aber der Scheibenrahmen ist hier voll intakt. Auch eine kleine Delle hier. Ich hoffe, wir kriegen die ein bisschen rausgedrückt. Hier unten vom Rost her geht es auch ein bisschen abschleifen. Auf jeden Fall ist da noch nichts durch. Komplette Tür für 60 Tacken, denke ich mal, machst du nichts verkehrt. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es am T4 weiter, Schweller schweißen. Bin ich sehr gespannt drauf. Schweller ist auf jeden Fall schon da. Außerdem habe ich ein Paket bekommen von Lars. Ein paar Bleche für die linke Seite, also linker Schweller, die er bei seinem Bus nicht mehr gebraucht hat. Und ich sehe gerade, er hat mir hier ein paar Handschuhe mit reingepackt. Wie geil ist das denn? Und eine Schutzbrille. Oh Mann, Alter, Lars, vielen Dank. Wie gesagt, Schweller und Innenschweller für die linke Seite. Da müssen wir dann natürlich auch erstmal gucken, wie das da aussieht. Vielen, vielen Dank. Und wo wir schon mal beim Danke sagen sind, Leute, ihr habt es im letzten Video gesehen, mein Online-Shop ist wieder online, mein kleiner Merch-Shop, ein paar Aufkleber, ein paar T-Shirts. Da auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank an die Leute, die da was bestellen und mich somit unterstützen bei dem, was ich hier tue mit meinem Kanal, dass ich ja fleißig Videos machen kann für euch. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt geht's los, Leute, T4. Ja, wir müssen erstmal den kompletten Schweller entfernen, also das, was noch übrig ist, und dann brutzeln wir hier einen neuen Schweller ein. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert, ob das klappt, wie gut es wird. Wir werden sehen. Also viel Spaß mit dem Video, Leute. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo habt, gerne ein Abo, wenn euch das Ganze hier interessiert. Es geht los. Let's go. So, da ist der Übeltäter und ihr seht es ja, hier ist leider der Arm im Weg von der Hebebühne. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze auf dem Boden machen. Also ich schraube jetzt die Räder wieder drauf, dann werde ich ihn ablassen, ich werde hier was unterpacken. Vielleicht die Auffahrrampen oder ein paar Räder oder so. Muss mal schauen, dass ich ein bisschen erhöht bin. Dann werden wir das Ganze hier auf dem Boden machen, sitzend Schweller raus und neuen Schweller einbrutzeln. Um den Schweller dann einzusetzen, werden wir hier alles rausnehmen, also die Verkleidung hier, Dichtung ist klar, dann werden wir ihn aufbohren, also die Schweißpunkte aufbohren, ich hoffe, ich finde die überhaupt. Und dann werden wir das hier wirklich einmal hier cutten, raus mit dem Schweller, dann gucken wir uns den inneren Schweller an, wie der aussieht, ob der noch in Ordnung ist. Ob man den vielleicht irgendwie retten kann oder ob da auch ein komplett neuer rein muss. Gut, also ich bereite jetzt alles vor, lasse ihn ab, wie gesagt, und dann fangen wir an hier zu flexen, zu schweißen, zu brutzeln. Ab geht er.
So, ist jetzt zwar ein bisschen eng hier alles, aber ich denke, ich komme hier ganz gut klar. Ich hoffe, das ist okay mit dem Licht. Steht jetzt direkt hinter mir, damit ich einfach, beziehungsweise auch ihr etwas sehen könnt. Ja, so sieht der ganze Schweller hier aus. Das ist jetzt der neue Schweller, der hier rein soll. Also wir kommen hier wirklich ein ganzes gutes Stück hoch. Ich denke, das Teil werden wir nicht brauchen hier oben. Das werde ich hier einmal cutten und dann hier unten anschweißen. Mal gucken, wie viel wir rausgetrennt kriegen, wie es dahinter aussieht, ob da vielleicht noch irgendwelche Verstärkungsbleche sind oder so. Schauen wir mal. Erstmal muss natürlich der alte Schweller raus. Hier drinnen sieht es eigentlich ganz human aus unter der Trittstufe, bis auf das hier. Das haben wir von innen schon gesehen, dass das anfängt zu rosten. Ich denke, es ist auch durch. Müssen wir dann von innen, ja, schneiden wir das Stück raus und setzen hier ein neues Blech ein, denke ich. Kümmern wir uns aber später drum. Hier haben wir so eine kleine Wulst. Keine Ahnung, warum das so hoch gewulstet ist, ob das normal ist. Machen wir einmal blank, mal gucken, was übrig bleibt, ob das durch ist. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus, auch hier drin. Hier ist jetzt natürlich ein Haufen Dreck. Aber hier ist wirklich, erstmal ist hier gut Wachs drin auf jeden Fall. Und ja, die Hauptsache ist nichts durch. Das ist sehr gut. Man kennt es vom T4, unter der Trittstufe sind die eigentlich oft durchgerostet. Klar haben wir hier ein bisschen was, aber noch ganz human, denke ich. Ja, werde ich jetzt hier die Schweißpunkte aufbohren. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Und dann müssen wir natürlich hier einmal flexen, da einmal flexen. Dann hier unten alles entrosten, beziehungsweise den Innenschweller auch raustrennen und neues Blech einsetzen. Ja, das wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Ich hau jetzt einen Schlag rein hier, Leute. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das hier auf jeden Fall gebacken kriegen. Und hier hinten müssen wir dann natürlich weiter schauen, ob man das Stück Blech noch kriegt oder ob man aus den anderen Blechen, die mir Lars geschickt hat, ob man daraus vielleicht noch was basteln kann, für das Stück hier. So Leute, so sieht das Übel jetzt aus. Hier liegt ein bisschen Blech rum. Und ja, so viel habe ich jetzt rausgetrennt. Ich meine, hier geht es natürlich näher noch weiter. Aber das ist jetzt erstmal das Gröbste, was auf jeden Fall raus musste. Wir sehen hier, wir haben hier nochmal ein Loch. Hier war nämlich das Blech hier verschraubt und das ist natürlich hier komplett weggerostet. Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, den kompletten Innenschweller zu tauschen, also das ganze Teil hier. Sondern ich werde hier jetzt das Stück raustrennen. Hier werde ich ein Blech einsetzen und alles andere wird einfach blank gemacht. Hier ist auf jeden Fall nichts weiter durch. Ich schlage das jetzt alles einmal schön ab, bis auf das, wie gesagt. Und ja, bis hier werde ich raustrennen. Dann werde ich hier einfach mir ein kleines Blech kanten und das hier dann einschweißen. Ich werde jetzt alles schön blank machen und ja, konservieren, also Rostschutz und nachher auch ordentlich fluten mit Wachs. Wir haben ja auf jeden Fall Wachs drin, also es kann keiner sagen, dass VW damals überhaupt nicht konserviert hat, lese ich auch immer ganz gerne. VW, Mercedes und so, alles Schrott. Aber man muss auch immer bedenken, wie alt die Kiste mittlerweile ist und was er schon alles mitgemacht hat. Also da muss man echt sagen, klar hat er Rost, klar gibt es Autos, die wesentlich besser dastehen. Aber das Alter sollte man immer mal ein bisschen bedenken. Zumal er auch anscheinend auch nie nochmal nach konserviert wurde, sondern wirklich Sommer wie Winter einfach genutzt wurde, gefahren wurde. Und ja, dafür geht es eigentlich, denke ich. Gibt wesentlich schlimmere, aber wie gesagt, gibt auch natürlich wesentlich bessere. Und nochmal ganz kurz an die ganzen Karosseriebauer in den Kommentaren, Leute. Natürlich könnt ihr das besser. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe keine Ausbildung für sowas gemacht. Nicht mal annähernd irgendwas Kfz-mäßiges. Sondern ich lerne das Ganze jetzt, indem ich es einfach mache. Learning by doing. Und das Ganze mit euch teile. Das nochmal ganz kurz an die ganzen Klugscheißer da draußen. Ich bin für jeden Tipp wirklich dankbar, wenn er dann auch Sinn macht und umsetzbar ist, ne? Wie gesagt, es ist keine Profi-Werkstatt hier. Ich habe nur geringste Mittel und versuche das halt damit umzusetzen. Das mal ganz kurz dazu. Ich will mich auch nicht schon wieder rechtfertigen, aber ja,
Kommentare häufen sich wieder. Genug geschnattert, weiter geht's. So, das erste Blechlein ist drin. Es zieht sich wie Sau hier. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt alleine da dran bin. Auf jeden Fall sieht das erste Blech so aus. Schöne Kante wieder. Ich habe jetzt sogar die Rundung hier wieder so ein bisschen hingeschliffen. Hier außen schon mal verschliffen. Innen, soweit ich konnte, muss ich sowieso nicht, weil man sieht es nachher eh nicht. Also die Schweißnaht oder die Nähte hier, die bleiben so. Ja, jetzt heißt es, das innere Blech nachkonstruieren. Quasi dieses hier habe ich jetzt natürlich nicht da. Gibt es wahrscheinlich auch als Reparaturblech. Ich werde mir jetzt einfach einen Blechstreifen schneiden. Da machen wir Löcher rein und dann punkten wir das so an, wie es vorher auch war, oben und unten. Natürlich habe ich nicht so eine Punktzange wie bei VW damals im Werk hier, sondern ich werde das alles mit dem Schweißgerät die Löcher dann, die Schweißlöcher schön ausfüllen. Und dann soll das halten. Hier unten haben wir auf jeden Fall ordentlich Material, um das wieder anzuschweißen. Also das ist wirklich noch ordentlich massiv hier. Man sieht ja, es ist original, also hier sind original solche Bubbles drin. Und da bin ich echt froh, dass das noch alles intakt ist. Also wir können hier ordentlich den Schweller wieder anbauen, dass das nachher auch wieder ordentlich Substanz hat. Klar wird es irgendwann irgendwo wieder anfangen zu rosten und es wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder durchrosten. Weil einfach immer irgendwo, ja, man sieht es ja auch so, ein bisschen Rost drin sitzt. Wir werden es auf jeden Fall mit dem Rostblocker blockieren. Und dann, wie gesagt, von innen alles, man kommt ja hier durch diese Löcher hier, die sind ja auch eigentlich dafür vorgesehen. Wir finden jetzt natürlich die Proppen drauf, kommt von hier, kommt wieder die Proppen drauf. Auf jeden Fall kann man man kann dann von innen schön Hohlraumkonservierung machen. Schön mit dem Schlauch rein, mit so einer Düse vorne drauf und dann schmieren wir das einmal ordentlich voll. Mit Wachs, Fluidfilm, Fett, whatever. Juli, aber soweit sind wir noch nicht. Wir machen jetzt das Blech fertig hier und dann schweißen wir das ein, schweißen den Schweller ein. Hoffen, dass alles passt. Hält auf jeden Fall auf, so ein Schweller. Meine Vorarbeit ist natürlich das, was am meisten aufhält, aber die ist so weit eigentlich getan. Das Anpassen von dem Blech wird jetzt nochmal eine Arbeit, aber das Schweller einschweißen hier eigentlich sollte relativ schnell gehen. Damit es noch schneller geht, schnacke ich nicht lang, schweißen. Habe ich schon mal gesagt, dass das eine Schweinearbeit ist, Leute. Ich bin gerade dabei, den Schweller hier anzupassen. Ganz schön tricky auf jeden Fall, weil wir das ja hier wirklich auf Stoß schweißen müssen und das, ja, man sieht schon, es ist nicht ganz genau. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das Ding hier einzuschweißen, aber es ist wirklich tricky hier, das genau hinzubekommen, dass das hier auf Stoß passt. Mal gucken, ja, wie das Endergebnis dann aussieht, ob die Tür dann noch schließt und wie dann nachher der Übergang hier wird. Ja, Innenschweller sieht so aus. Also ich habe jetzt hier ein Blech drauf. Natürlich sieht es nicht so aus wie vorher. Also vorher waren da ja solche ovalen Löcher drin. Zeitlich jetzt nicht geschafft, jetzt noch einen Schweller zu bestellen. Der wäre nicht rechtzeitig angekommen. Außerdem denke ich, das tut es auch. Es ist auf jeden Fall dickes Blech. Ordentlich verschweißt, wie gesagt, hier unten Punkt verschweißt und nochmal ein bisschen geschliffen. Ich habe es nicht ganz so krass geschliffen, weil ich Angst habe, dass es wieder aufgeht. Aber wie gesagt, jetzt kommt jetzt hier auch nochmal das andere Blech, der Außenschweller drauf, der dann auch nochmal punktverschweißt wird. Ja, dass wir jetzt hier keine Löcher drin haben, ist, denke ich, der einzige Nachteil, dass wir, wenn wir von innen, also hier vom Innenschweller, das sind ja Löcher zum Konservieren, dann schmieren wir quasi nur den Schweller voll, den Innenschweller, und den Außenschweller kommen wir quasi gar nicht ran. Das heißt, ich würde nachher den Außenschweller einfach von hier, also hier müssen wir nachher sowieso noch ein Blech draufsetzen, von hier einmal komplett voll jauchen, wenn er näher verschweißt ist, und dann setzen wir näher hier das Stück einfach zu. Gut, also ich passe jetzt weiter meinen Schweller an hier, dann wird es angepunktet und das Endergebnis seht ihr dann gleich.
Oh, ich hoffe, ich bekomme es hin ordentlich, dass es wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht. Ja, ihr seht, ich habe hier schon Punkte gemacht. Da mache ich jetzt mit der Lochzange wieder Löcher und dann wird es wieder punktverschweißt. Ja, keine Profiarbeit, aber ich denke, das Endergebnis zählt dann. Schauen wir mal. Ja, keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier schon dabei bin, das blöde Blech hier anzupassen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich einfach zu blöd bin, also nicht nur, sondern dass die Passgenauigkeit auch nicht hundertprozentig ist bei solchen Blechen. Ist klar, Nachbaubleche auch gucken, an welcher Linie ich mich jetzt orientiere. Ich denke mal nach der inneren, weil hier außen passt es auch nicht so hundertprozentig, da muss ich auch ein Stück weiter rein. Ja, ich werde das jetzt erstmal hier punkten, wenn die Linie haut auch nicht hundertprozentig hin. Ja, das Anpassen dauert bei sowas immer am längsten. Das Schweißen ist gar nicht das Schlimme. Das ist eigentlich ruckzuck gemacht, aber das Anpassen ist halt immer so eine Sache. Deswegen sitze ich hier auch schon wieder, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Aber naja, der Schweller kommt auf jeden Fall heute noch rein. Und wenn es bis morgen früh dauert, aber das ist eigentlich gleich drin hier. Aber macht Spaß, ich komme voran und bin auf das Ergebnis gespannt. Ihr wisst Bescheid. Bin schon total Malle, ey. Vom Flexen, vom Schleifen hier. Gleich geschafft, hoffe ich. So Leute, neuer Tag. Ich bin schon wieder fleißig dabei zu schleifen, beziehungsweise bin jetzt fertig mit Schleifen. Gestern Schweller noch komplett eingeschweißt. Ich bin mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Also ich bin, klar, ein-, zweimal, vielleicht dreimal bin ich durchgebrannt und musste das so ein bisschen füllen, also ein bisschen tricksen, ein bisschen fuschen, mit dem Schweißgerät ein bisschen Material aufgetragen und ja, wieder runtergeschliffen, aber so, dass wir wieder Material haben. Und so schaut das Ganze aus. Natürlich nicht perfekt, aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. Wir haben eine schöne Rundung wieder hinbekommen. Man sieht, ich habe sehr viel geschliffen, weil ich musste wieder ein bisschen was auftragen. Ich habe es erst geschweißt, dann habe ich es geschliffen, dann ein bisschen zu weit geschliffen, man kennt es. Und ja, dann musste ich wieder ein bisschen was auftragen mit dem Schweißgerät und dann wieder schleifen. Aber man sieht, es ist eigentlich ganz, ja, ganz rund geworden. Also schöne Rundung wieder drin, wenn man das nachher jetzt lackiert, sieht man davon nicht mehr viel. Hier oben haben wir so eine kleine Kante, kriege ich jetzt einfach mit der Flex und der Schrubbscheibe nicht runtergeschliffen. Bei sowas wäre natürlich so ein kleiner Druckluftschleifer geil, dass man hier schön in die Ecken reinkommt. Aber was soll's, hier kommt dann sowieso wieder ja, die Dichtung drüber und davon sieht man ja gar nicht mehr viel. Lasse ich also so. Ja, hier wie gesagt, Punktverschweiß. Ich habe es nicht ganz runtergeschliffen. Man sieht, ich habe ja noch so eine kleine Wurzel. Ich könnte es natürlich richtig glatt machen, aber ich habe Angst, dass dadurch dann die Schweißpunkte wieder aufgehen. Ne, man kennt's. Und deswegen habe ich das, wie gesagt, nicht ganz runtergeschliffen. Weil, wie gesagt, hier sitzt ja eh die Dichtung wieder drauf. Davon sieht man ja nichts mehr. Andere Seite sieht so aus. Auch relativ glatt hinbekommen. Hier haben wir auch so eine kleine Kante. Aber wurscht. Genau, wenn man das jetzt schön lackiert, dann sieht man das nachher gar nicht mehr, dass hier geschweißt wurde. Ja, jetzt haben wir hier natürlich noch einen Spalt, weil wir natürlich das Blech hier, die B-Säule, noch einschweißen müssen. Ich hatte gehofft, dass ich aus dem Blech hier von Lars noch ein bisschen was basteln kann. Also die Form ist dieselbe. Wie man sieht, das hätte ganz gut gepasst, aber leider fehlt mir hier unten so ein kompletter Spalt. Ich weiß nicht, ob das von der Schiebetür ist, das Blech, oder ja, wie gesagt, von der linken Seite. Heißt also, wir brauchen dieses Blech auch noch. Habe ich schon mal geguckt, kostet, ich glaube, 18 Euro. Ist bestellt und das werden wir dann als nächstes auf jeden Fall auch einschweißen. Jetzt können wir auf jeden Fall, wie erwähnt, hier schön rein und schon mal Hohlraumkonservierung machen, dass ich hier bis hier hinten hinkomme, schön mit dem langen Schlauch hier volljauchen das Ganze, weil wie gesagt, wir kommen ja von hinten nicht mehr dran, also in den äußeren Schweller, in den inneren Schweller ja, aber in den Außenschweller kommen wir jetzt nur noch von hier ran, da mir leider die Löcher fehlen. Ich hätte Löcher machen können, ja, aber ich glaube, wenn wir das jetzt einmal ordentlich volljauchen,
dann hält es auch erstmal wieder ein paar Jahre. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Spaltmaße sind, denke ich, auch okay. Hier unten sieht man auch nochmal das Gepunktete. Und ja, Schweller ist drin auf jeden Fall. Als Hohlraumkonservierung habe ich hier ja Vertan. Extrem kriechfähig, unterwandert Restfeuchtigkeit. Das hauen wir jetzt hier in den Schweller. Genau, hier gibt es so einen schönen Schlauch dazu. Den stecken wir jetzt hier einfach oben rauf. Gehen einmal schön ein bisschen durch und ziehen das einmal bis vorne hin. Ich darf bloß nicht zu weit, also dass ich jetzt hier auch nicht so viel von dem Hohlraumwachs habe, weil, wie gesagt, wir wollen ja hier noch schweißen. Und ja, das Zeug brennt dann halt auch ganz gerne mal. Und das macht sich beim Schweißen nicht so gut. Von der Länge her ist das, denke ich, ganz okay hier. Kommt fast bis hinten hin. Und hier vorne haben wir so eine, ja, so eine Art Düse, also nach mehreren Seiten offen. Also sprüht das wirklich in mehrere Richtungen, dass wir einmal schön den Schweller ausfüllen. Natürlich doof, dass der jetzt so gebogen ist. So, jetzt tropft das hier teilweise so ein bisschen raus hier. Dadurch, dass wir das ja hier jetzt punktverschweißt haben, ist dazwischen natürlich ein bisschen Hohlraum. Und man sieht, es läuft hier unten so teilweise raus. Also haben wir es auch wirklich schön zwischen den Blechen. Ich lasse das jetzt erstmal durchziehen und dann werde ich das nochmal Hohlraum konservieren. Wenn dann nichts mehr rausläuft, dann ist das auf jeden Fall schon ein bisschen fester geworden. Und dann jauchen wir das nochmal einmal voll. Das müssen wir dann hinten auch noch machen. Hier kommen wir dann von innen rein. Und hier, wenn das Stück näher drin ist, dann natürlich auch noch. Hier hinten geht es dann natürlich auch noch weiter. Ja, Schiebetür. Man sieht schon, Rost ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ich sag mal, kein hundertprozentiges Versprechen. Aber ich habe hier schon mal ein bisschen geklopft. Es ist noch nichts durch. Aber ihr kennt es ja, ich will den Tag auf jeden Fall nicht vorm Abend loben. Das müssen wir natürlich auch in Angriff nehmen, also ordentlich einmal ausschleifen. Ich hoffe, ich komme überall ran. Muss mal gucken, ob ich mir da für extra nochmal Drahtbürsten, Aufsatz oder irgendwas, damit ich da richtig in die Rille reinkomme. Weil es ist ein bisschen tricky, hier reinzukommen. Erstmal muss der ganze Dreck hier raus und dann müssen wir gucken, ob wir das hier blank bekommen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das hier massiver als jetzt zum Beispiel Schweller. Deswegen hoffe ich einfach, dass da noch nichts durch ist. Genau, Leute, so schaut's aus. Wie gesagt, ich werde das noch gleich nochmal volljauchen. Hoffe, dass dann unten nichts mehr rausläuft. Aber mit den Schweller an sich bin ich sehr zufrieden. Hat gut geklappt auf jeden Fall. Natürlich keine Profiarbeit, Leute, kein Tutorial, wie man einen Schweller einschweißt. Ich habe es jetzt auf die Art und Weise gemacht. Ich denke, für einen Laien ist das ganz okay und ich denke, es wird auch ein paar Jahre wieder halten. Im nächsten Video machen wir auf jeden Fall das kleine Stück B-Säule noch. Ist auf jeden Fall bestellt. Und dann andere Seite, Leute. Ich bin sehr gespannt, was hier alles auf uns zukommt. Wir haben ganz hinten gesehen, ist auch schon durch. Konnte ich mit dem Finger reindrücken. Also hinten müssen wir auf jeden Fall ein ganzes Stück Schweller tauschen. Und vorne schauen wir uns im nächsten Video an. Genau, Leute. Also vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich bin, wie gesagt, gerne für Kritik offen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Hättet ihr es anders gemacht, klar kann man auch zum Karosseriebauer fahren und das machen lassen. Aber ihr wisst ja, ne? Zumal wir das ja auch gerne selber machen wollen, selber lernen wollen. Und das ist ja das, was dieses Hobby ausmacht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabscheue mich. Haut rein. Adieu. Bis zum nächsten Video.